Ja, dann möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen zu unserem äh, Fieber und Grippe-Webinar. Äh, das ist insofern, hat sich entwickelt zu etwas, äh, einem etwas besonderen Webinar, weil ursprünglich war das gedacht als ein Webinar eher für die in der Ausbildung, also für die Anfänger, die homöopathischen Anfänger. Und ich habe dann aber einige Fälle, äh, eigene Fälle und auch äh, Literaturfälle gefunden, die durchaus äh, komplexer und äh, für, für die bereits in der Praxis befindlichen Homöopathen auch sehr interessant sein könnten. Und deswegen haben wir es dann auch so beworben, dass das durchaus was ist, was für äh, erfahrenere Homöopathen auch äh, was Wertvolles bringen könnte. Insofern äh, habe ich versucht, das zu erfüllen: die eierlegende Wollmilchsauer, die bekanntlich nie funktioniert. Äh, also, einerseits äh, für die Anfänger die wichtigsten Grippe-, äh, Grippe und Fiebermittel. So zu präsentieren, dass sie ein Werkzeug für, für die ersten Grippefälle und Fieberfälle haben. Und andererseits aber möchte ich ein paar Fälle bringen, die durchaus kniffliger sind und auch chronische Krankheiten betreffen, wo die Fiebersymptomatik die chronische Krankheit dann gebessert hat auch. Und dadurch, dass äh, Eier legen und äh, Wolle geben und Milch geben alles viel Zeit braucht, äh, ich auch, äh, werde ich mich auch wahrscheinlich nicht an die 45 Minuten halten können. Das ist mir im Laufe der Vorbereitung dann klar geworden, aber nachdem es schon auf der Homepage gestanden ist, haben wir das jetzt nicht mehr ändern können. Also, wenn es nicht mehr interessiert, muss halt einfach aussteigen. Es wird wahrscheinlich, ich schätze mal, eine Stunde dauern, bis wir all die Fälle auch durch haben, weil ich hab vier oder fünf Fälle auch und einer davon ein bisschen ausführlicher. Aber ich glaube, das ist Wertzinn. Gut aber dann starten wir gleich und beginnen mit akonit akonit ist äh, eine arznei die bekannt ist und in der, in der literatur vor allem als äh, akutarznei für das anfangsstadium gilt äh, ich muss ehrlich sagen in meiner praxis sehe ich gar nicht so viel akonit akutverschreibungen äh, wahrscheinlich kommen die patienten zu spät und haben schon eine andere Symptomatik, weil es steht in verschiedenen Stellen in der Literatur, dass das oft nur für ein oder zwei Tage angezeigt ist. Und wenn man diesen, diesen, dieses Zeitfenster nicht erwischt und der Patient später kommt, braucht er meistens schon ein anderes Mittel. Also typisches Anfangsstadium. Und wodurch werden die krank? Äh, typischerweise durch Kälteexposition und vor allem kalter Wind. Kalter Nordwind steht in der Materie Medica oder Nordostwind. Ich nehme an, das ist aus der amerikanischen Literatur, wo aus dem Nordosten die, die kalten Winde kommen. bei uns kommen sie aus dem Nordwesten oder Norden. Jedenfalls, wenn jemand äh, lang im kalten Wind war oder auch äh, geschwitzt hat im kalten Wind, das wären so Akonit-Auslösersituationen.